Schieb, 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 schieb. Ah. You're ready. Hello. Welcome back to einem neuen Video. Ihr seht, Essen bei uns. Ganz viel. Heißt, wir machen einen Taste-Test. Wie immer mit meinem Boyfriend. Hallo, ich bin's, der Boyfriend. Ja. Und genau, die Sachen sind alle von Lidl, falls ihr das letzte Taste-Test-Video nicht gesehen habt, verlinke ich es euch in der Infobox. Da haben wir auch schon voriges Jahr im Veganuar die Lidl-Produkte probiert. Und dieses Jahr gibt es wieder neue, es ist zwar nicht mehr Veganuar, aber who cares. Ja, that's it. Wir haben einmal Flammkuchen, dann so Gulaschfleisch, Speck, vegan Speck. Das Speckwürfel. Speckwürfel, vegan Speck. Dann eine vegane Lasagne, logischerweise alles vegan hier, ne? Dann haben wir diese kleinen Törtchen. Einmal Schoko-Haselnuss, Kokos-Schoko, so Passionsfrucht Himbeer und Heidelbeer Himbeer. Dann ein Schokomousse, ein Kokosdessert in Geschmacksrichtung Kirsche und einen veganen Marmorkuchen. That's it. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den herzhaften Sachen an. Was, mit was starten wir? Ich würde mal sagen, Flammkuchen. Ja. Schaut ein bisschen aus wie so eine Pizza. Ja. Das mal von Das ist ein, oh, Hilfe, wie schaut's hier? ein Gemüse-Quinoa-Flammkuchen. Ja. Auf jeden Fall labbriger als eine Pizza. Ja, Flammkuchen ist immer ein bisschen lappiger. Also zumindest das Gefühl. Willst du irgendwas noch zum Belag sagen? Was ist da oben? Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Ich weiß nicht, es ist Quinoa und eben Gemüse. Aber es schaut aus, als wäre so eine Kürbis oder Karotten, irgendwie sowas in die Richtung. Es schaut auf jeden Fall wie eine Pizza aus, ne? Nur ein bisschen orange. Ja, es ist halt eigentlich ist Flammkuchen eh fast wie eine Pizza, muss ich sagen. Stimmt. Kannst du schon? Geht. Ja, dann dort. Cheers. Ist gut, kann man machen. Ja. Aber ich mag es irgendwie, dass es weich ist, der Teig. Bisschen lappig. Lappig. Ja, aber geil. Der Boden schaut ein bisschen aus wie so Tortellini-Teig. Da. Nur ein bisschen dunkler. Oh, richtig gut. Voll geil. Boah. Ist gut. Ich mag den Teig sehr. Der ist voll gut, der Teig. Mag ich. Meistens glaube ich sogar, also Flammkuchenteig ist man manchmal sogar lieber als ein normaler Pizzateig. Weil er mehr crunchy ist oder was? Nein, ich weiß nicht, weil es so weich ist, aber am Rand irgendwie. Irgendwie hat das so eine geile Konsistenz. Ich finde Pizzateig, also immer Pizza in der Füll geiler, aber ist richtig. Kommt darauf an, ob es richtig weich ist und so. Richtig fluff, dann ist besser. Also voll gut. Aber ich weiß nicht, was dieses Orangene ist, also die Creme. Ich glaube, es kann. Es schmeckt nach Kokos. Ich weiß, ich habe gesehen, es ist Kokosmilch Glaubst du drinnen. nicht, dass das Kürbis ist? Ich bin mir nicht sicher. Schmeckt schon nach Kürbis, gell? Was ist das Grüne eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schaut aus wie Quinoa. Ja, Quinoa ist auch. Quinoa ist drauf, Paprika ist drauf, Mais ist drauf, Ja. Zwiebeln. Zwiebeln, aber keine Ahnung, was das Grüne ist, so Ich habe auch hellgrün. keine Ahnung. Vielleicht Sellerie oder sowas? Das ist so hellgrün. Ja. Naja, Stangensellerie. Mag ich sehr. Lidl top, ey. Voll gut. Mag ich. Vor allem schnell gemacht. Die sind
10 Minuten ist der Flammkuchen fertig im Ofen. Mit wie viel Grad? 180? Keine Ahnung, 200 glaube ich. Ist ja wie bei Pizza. Ja. Ja. War gut. Allein! Statt Pizza kann man schon nehmen. Ja. Wie viele Punkte? Es ist immer schwierig, weil es das erste ist und man weiß nicht, wie man es bewerten soll. Es war schon gut. Ich würde sagen. Dann mal wieder dieses 5-Sterne-System. 5 Sterne? Okay, 5 Sterne. Was? Das 5-Sterne-System machen wir. Ja, 5 Sterne ist das Beste, 0 ist das Schlechtste. Jetzt, wenn man es mit anderen Tiefkühlsachen vergleicht, ja. Gut. Ich sage mal 4 Sterne. Ja, ich auch. 4. Würde ich sagen, probieren wir dieses Gulaschfleisch oder? Gulasch, hier eine Gabel. Ich habe die übrigens nur in der Mikrowelle gemacht. Ich habe die jetzt nicht. Es ist nämlich drauf gestanden aus der Verpackung, man kann es entweder in der Pfanne machen, in der Mikrowelle oder direkt in eine Suppe oder ins Gulasch reinhauen. Und ich habe es jetzt in die Mikrowelle. Dann ist es auch innerhalb von 2 Minuten fertig. Also eigentlich alles ziemlich schnell fertig. Deswegen vielleicht fehlt auch ein bisschen Fett. Es riecht auf jeden Fall nicht wirklich nach was. Ja. Dieses typisch gekaufte Tofu halt. Wobei es nicht mehr würzig. Eh nicht. Aber man kann es essen. Schmeckt nicht schlecht. Konsistenz ist nicht schlecht. Die Konsistenz ist gut. Jetzt versucht ihr drin Fleisch zu imitieren. Ist okay. Naja, also übrigens kein Veganer, ne? Zur Information, ich bin vegan, er ist nicht vegan. Heißt, er hat den Unterschied zwischen Fleisch und nicht Fleisch. Du weißt ja auch noch, wie Rindfleisch schmeckt, oder? Ja, aber ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gegessen. Ich habe sogar vor kurzem erst Gulasch gehabt, deswegen kann ich nochmal sagen, es ist halt jetzt schwierig, weil halt kein Gulasch-Saft so drin Saft, ist. Ja. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen weicher, wenn man Saft rein, also wenn man es im Saft kocht. Aber ich glaube, das kam auch einfach, das erinnert mich eher an dieses vegane Kebab zum Beispiel, was zum Kaufen gibt. Deswegen, ja, also ich würde, ist ja Tofu, ja, logisch, ja. Wobei, deswegen, das finde ich sogar besser als diesen Kebab. Ja, es ist sogar besser. Weil es ein bisschen softer ist. Ja, aber das kann man auch wieder nicht vergleichen, weil das haben wir in der Pfanne. Ja, und wir haben es in der Pfanne gemacht, ja, das Kebab. Ja. Deswegen war das fettig und alles. Aber, ich glaube, also ich denke, wenn du jetzt einen Kebab draus machst oder ein Burrito oder ein Gulasch eben, ja, why not? So einzeln schmeckt es halt nicht. Also so allein ist halt so okay. Aber ich glaube, wenn man es wirklich irgendwie in einen Wrap oder irgendwie wirklich so Kebab-mäßig oder eben wie Gulasch zubereitet, ist das glaube ich schon noch gut. Aber ich glaube, da schmeckt es auf jeden Fall gleich besser. Wenn man es dann auch noch ein bisschen würzt in Saft und so. Und ich glaube, das ist dann gut. Das ist übrigens nicht die Lidl-Eigenmarke, weil der Rest ist glaube ich alles Lidl-Eigenmarke, oh mein Gott. Also Vimondo, ne? Und das ist von der Marke. Wie heißt die Marke? Von Goody Foodie heißt die Marke. Und das andere ist alles Vimondo eben. Ja. Aber ich finde es nicht schlecht. Ja, kann man machen. Man sollte halt irgendwie anders zubereiten. Also jetzt Gulasch, Saft oder whatever, ne? Ich würde sagen, das ist Standard. Fertig Tofu, 3 von 5 Sternchen. Ja, ich würde auch 3 sagen. War nicht so. Ding kommt halt drauf an, wie man es zubereitet, ne? Ich würde auch 3 sagen. Ja. Kommen wir zum Speck. Speck. Vegan Speck. Ran an den Speck. Ich bin gespannt. Ich war früher, als ich nicht Veganer war, war ich ur der Specksuchti. Also ich habe Speck geliebt. Das war so gefühlt das einzige Fleisch, was ich richtig runtergeschlungen habe mit Rindsrouladen. Aber sonst, ey, ich bin jetzt gespannt, wie das schmeckt, weil ich liebe Speck, ich liebe auch den Geruch von Speck. Wer nicht? Ja, deswegen wäre es halt geil, wenn der vegane gut schmeckt. Ja. Ey, es sind halt so ein Speckwürfelchen. Ist jetzt auch wieder halt so wie beim Tofu ein bisschen Ding zum Essen, weil normalerweise schaut man das ja irgendwo rein. Aber ich finde, es schaut relativ ähnlich vom Speck. Also, sie haben es
halbwegs gut hinkriegt, dass es ausschaut wie Speck. Und es riecht auch, finde ich, sehr geräuchert, wie Speck eben so geräuchert riecht. Vom Geruch her stimme ich dazu, aber ja, vom Aussehen her, es ist halt sehr Aussehen braun ist so und dann wieder gelb. Also ja, man sieht schon, dass kein echter Speck ist. Ja, aber ja, es riecht zumindest ähnlich. Also wenn man es jetzt nicht wüsste, riecht schon. Ja, ja. Es riecht schon, also es riecht, also der Geruch ist echt gut. Aussehen so, ja, okay, kann man machen. Haben sie gut hinbekommen, für das das kein Speck ist, ne? Das ist jetzt schlimmste, ist nur so eine ganze Gabel voll. Ja, ich nehme jetzt einfach so eine Gabel voll. Ist ja wurscht, ne? Also werden wir es gleich merken, ob es gut schmeckt. Mhm. 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 Ja, voll gut. Boah. Man muss sagen, die Pizza ist ein bisschen angekocht. Ich habe es ein bisschen zu verbrannt. Also zu angebrannt. Aber. Mh. Mhm. Ist gut. Mhm. Kann man ziemlich gut wahrscheinlich. Weiß nicht, wenn man so Spaghetti vielleicht macht oder keine Ahnung. Kann man sicher ziemlich gut dazugeben. Das wäre richtig gut. In so einer veganen Spaghetti Carbonara oder in so, irgendwie so. Boah, geil. Das wäre halt nur noch geil, wenn ich es so machen könnten. In der aufgeschnittenen Form, dass man so, keine Ahnung, wie heißt das? Bacon and Eggs oder irgendwie sowas machen kann. Also so typisch englisches Frühstück. Ist die Frage, ob es das wirklich so dünn dann machen können? Mhm. Aber das ist gut. Ist gut, ah, der überrascht mich. Boah, ist der geil. Aber ich muss sagen, so richtig nach Speck schmeckt es jetzt nicht. Also teilweise schon, weil es geräuchert ist und so. Ja. Das hat richtig stark geräucherten Geschmack, was mir taugt. Aber ich weiß gar nicht, an irgendwas anderes. Es erinnert mich ein bisschen so wirklich teilweise aus Speck geräucherten Sachen eben und irgendwie so, was weiß ich, ganz komisch, Kartoffelpuffer oder irgend sowas. Oder Teig oder irgend sowas. Boah, der ist echt gut. Boah, das ist, ich bin gerade im Heaven, ich habe noch nie so guten veganen Speck gegessen. Und ich habe früher Speck geliebt, wirklich. Ich habe es runtergeschlungen in mich. Oh! Ich habe es jahrelang nicht mehr gegessen, Speck, ey. Aber geil! Ja, also ich muss sagen, der ist richtig gut. Wenn ihr mal Speck, also wenn ihr Speckliebhaber seid, probiert mal die, diese vegane Variante. Die ist gut. Die ist übrigens auch nicht von Vimondo, fällt mir gerade ein, aber ich weiß die Marke gerade nicht, aber ich habe es eh eingeblendet, deswegen. Ja. Aber gut, oh mein Gott. Wow. Das ist sehr gut, ja. Wow. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Was gibst du? 4 von 5. Ich gebe mir 5 von 5. Ich bin begeistert. Das ist echt geil. Also kann man das auch echt gut, er schmeckt so schon geil. Und wenn ich mal dann irgendwie so eine Soße oder so mache oder, keine Ahnung, irgendwie irgendwas mache, ja, mit dem Essen dazu noch, ich glaube, das schmeckt richtig gut. Für alle möglichen Soßen, ja, weiß nicht, wenn du einen Burger machst oder sowas. Ja, ein Burger. Oh, boah. Zu Röstzwiebeln und sowas. Barbecue-Soße kann das schon ganz gut werden. Boah, geil, holt euch den, das ist ja crazy, wie gut das schmeckt. So, ich glaube, jetzt kommen wir mal langsam zur Lasagne. Lasagne! Auf die bin ich am meisten gespannt. Ich auch. Weil ich finde so, es gibt bei veganen Produkten immer ziemlich guten Ersatz, was ähnlich schmeckt oder auch manchmal besser schmeckt so als das eigentliche Produkt. Nur das Problem, was ich sehe, ist meistens, dass der vegane Käse ziemlich, ja, mir nicht schmeckt.
Sag mal so. Ich bin auch voll kritisch mit veganem Käse. Veganer Käse, ich bin schon bei normalen Käse ziemlich kritisch so. Da gibt es nur so, weiß nicht, 5 Sorten, die ich mag und der Rest ist dann auch eher so. Naja. Geht schon, ne? Ja, und deswegen ist es auch extra schwierig und veganer Käse ist dann echt manchmal. Veganer Käse ist manchmal echt scheiße. Ja. Es gibt gleich nur 2 Sorten, die mir schmecken. Außer Frischkäse. Frischkäse geht bei mir eigentlich immer, aber diese Schnittkäse und diese Hartkäse, also der muss echt gut sein, der Käse. Also in vegan halt. Ja. Also bis jetzt habe ich so schlechte Käsesorten immer gegessen. Also es war echt nicht gut. Deswegen, ich bin auch immer kritisch. Deswegen gebe ich auch nie veganen Käse irgendwie auf die Pizza oder so, weil es mir eh nicht schmeckt. Vor allem, ich bin auch kritisch bei Fertig-Lasagne. Ich habe, glaube ich, noch nie Fertig-Lasagne gegessen oder nur einmal, zweimal in meinem Leben. Also ich habe echt nicht oft Fertig-Lasagne gegessen. Ah, ich habe eigentlich immer nur selbstgemachte Lasagne gegessen. Bei mir war das eigentlich umgedreht. Ich wollte früher, wollte ich nur gekaufte Pizza vom Lidl haben. Nein, gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber die war echt cool. So, hier haben wir das gute Ding. Die gute Wien. Probieren wir mal, ne? Es schaut einmal aus wie normale Tiefkühl-Lasagne, ja, was man halt so fertig kennt. Außer man sieht halt schon so Karottenstückchen. So, ja, das stört ja nicht. Ähnlich. Ja. Das sieht man sonst noch nicht so. Tschu, okay. Aber ich liebe Lasagne. Boah, ich liebe Lasagne. Ich muss mal wieder Lasagne machen, ist ja crazy. Schlüpp. Riecht sehr tomatig. Ja. Schaut man gar nicht. Ich liebe Lasagne. Was sagst du dazu? Nee. Nicht gut? Erster Geschmack war so. Ja, ist besser als gedacht. Und der zweite ist, warum ist das so sauer? Sauer? Ich finde das auch sauer, ja. Was? Für dich nicht? Nein. Hä, das ist voll sauer. Gar nicht. Ich weiß nicht, ob das die Tomaten sind oder so. Es ist echt sauer. Nein, ja, gar nicht. Im ersten Moment gar nichts. Ich so, oh, okay. Dann der zweite ist so, Alter, was ist denn so sauer dran? Ja. Ein bisschen. Nee, schmeckt das uraus. Ich schätze es von dem Tomaten. Ich meine, ein bisschen sauer schmeckt schon. Also, aber so komisch, also der Unterton ist so, mhm, so sauer. Mhm. Nee, das die sauer ist. Die. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht. Es ist jetzt nicht die beste Lasagne, muss ich sagen. Es ist auch das Ding, man schmeckt den Käse nicht. Mhm. Ich meine, ist jetzt die Frage, ist das was Gutes, dass man nicht schmeckt, mhm, oder was Schlechtes? Ich meine, es ist ja hauptsächlich nicht der Bechamelsauce, ne? Also warum? Man schmeckt es nicht wirklich. Jetzt finde ich, ist halt gut. Aber an sich? Man kann es essen, aber eine wirklich gute Lasagne ist nicht. Nein. Auch für Tiefkühlverhältnisse ist gerade an der Grenze. So. Ich meine, ich kann nicht reden über die Tiefkühl-Lasagnen. Ich meine, es ist auch keine Tiefkühl-Lasagne, es ist eine Lasagne aus dem Kühlschrank. Also sie ist nur gekühlt. Aber trotzdem, für eine Fertig-Lasagne nicht so überzeugend. Hey, ich habe schon ein paar gehabt und die meisten sind meistens ekelhaft, also bei Lasagne verkacken es irgendwie nach, also mein Gefühl her, oft. Mir fehlt ein bisschen Tomate. Das ist doch irgendwas sauer von der Tomate. Und mir fehlt einfach das Gemüse. Also ich bin ein Fan von Gemüse-Lasagne eigentlich. Und nicht so wirklich von normaler Lasagne mit so, oder veganer Lasagne mit Soja, wie heißt das, Soja...
Soja. Wie heißt das? Soja. Soja. Sojageschmelz? Nein, nicht Soja. geschmelzt, Soja. 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 Jetzt, ihr wisst, Soja. was ich meine, ihr wisst, was ich Sie meine, meinen ne? dann auch Dieses Soja. Soja-Faschierte. Ja, aber oh nein, ich bin. Es geht besser. Es geht besser. Kannst du mal ein Lasagne-Video drehen oder ein Rezept-Video Boah, wer drehen? Bock hat auf Lasagne, beziehungsweise ein Rezept auf Lasagne, schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin direkt dabei. Ich auch. Lasagne ist einfach geil. Kann man immer machen, geht immer. Gibst du? 2 von 5. Es hat auch nicht wirklich Geschmack eigentlich. Es schmeckt einfach Es nach. schmeckt eigentlich nach gar nichts, außer so ein bisschen Gatsch. Die Konsistenz ist geil. Und sauer. Aber Es schmeckt das sauer. nein, ich sag Sauer. so 1,5, 1, 1. Ja, schon Ist schlecht. krass. Ja, schon schlecht. Ich liebe Ja, meine aber das Ding Lasagne. ist mal, ich denke mal, so eins ist so, das ist schon hart am Rande des Essens so. Und Ja, dann gehen wir halt ich zwei. habe jetzt kein Problem, ein Stück zu Gehen essen. wir zwei. Nein, ich auch nicht. Ein bisschen Gemüse fehlt noch. Gehen wir zwei. Weil ich denke mal Zwei. so, ein Stern wäre so, boah, der ist so. Ja, das stimmt. Nein, sie geht noch Ja, durch. also man kann ein Stück essen, jetzt wieder nicht schlecht oder so, aber ich Ja, denke ich mal denke. halt, ja, es ist Ja, halt kein. ja. Ist wirklich Ja, geil. So. ja. Zwei. Du Willkommen zum Süße. Süßen. Da freue ich mich am meisten drauf. Die schauen einfach schon so lecker aus, die Sachen. Das ist ja crazy. Auf jeden Fall. Mit was fangen wir an? Ich bin gespannt auf die Würfelchen Ich auch. auf dem Kuchen. Ich auch. Ich bin auf alles gespannt. Ich liebe Süßes. Oh mein Gott. So, also ich mach mal eine Prediction so. Ich glaube, das Mousse schmeckt richtig geil. Die Küchlein kommt zu dem Kuchen an. Und ich glaube, der Marmorkuchen schmeckt kacke. Ich glaube auch. Ich bin immer so Ich kritisch glaube, bei ja, ich meinem glaub, Fertigkuchen generell. der wird richtig, ich Ja. glaube, richtig fabrikmäßig schmecken, chemisch. Ja. Mit was fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, mit dem Mousse, oder? Bin dabei. Ich glaube, weil ich habe da am meisten Hoffnung drauf, dass es gut schmeckt. Schokomousse. Weil mit Schokomousse kannst du eigentlich nicht so viel verkacken. Nice. Riecht gut. Nach Schokolade. Let's dive in. Es ist Mousse. Oh, erstmal inhalieren. Boah. Oh. Ja, ist ziemlich gut. Wow. Das ist Musik. Das ist ja geil, oder? Bist du dabei? Oh mein Gott. Jetzt wäre gut. Heaven on Earth. Aber süß ist auch. Ja, sicher. Schokomousse. Schokomousse, ne? Sehr viel Zucker. Ja. Sehr viel Schokolade. Aber Immer. geil. Ja. Boah. Schmeckt eigentlich wie normale Schokomousse. So. Ja, also gerade bei so süßen Sachen, finde ich, schmeckt man das Vegane meistens gar nicht. Also das Vegane ist eigentlich gar nicht. Außer bei Kuchen. Aber jetzt Kuchen, ja, so. kommt drauf an, welcher, ne? Ja, eh, aber wie mein Fertigkuchen meistens beim selbstgemachten Kuchen, da ist wieder was Ja. anderes, kommt drauf an. Aber schon. Aber boah, also da Leute, ey, kauft euch dieses Mousse bei Lidl im Vegan. Das ist also das braucht kein Tier, ne? Sag ich mal. Das ist echt gut. Vor allem, es ist musig, es ist geil, das ist schokoladig, das ist Bombe. Man muss aber auch sagen, wir stehen auf dunkle Schokolade und das schmeckt auch teilweise, Naja, ja. nein, finde Findest ich gar nicht? nicht so nein, so krass ist es nicht. Ja, aber mit Schokolade hat ja auch nicht so einen Dingschmack. Es ist so in der Mitte zwischen zartbitter und Eben. normal so, ne? Aber es ist ja ursüß, Ja. deswegen, das schmeckt jedem, Leute, das schmeckt jedem. Punkt. Punkte! Fünf. Fünf.
Machen wir mit dem Kokosdessert weiter. Das ist in der Sorte Kirsche. Also ich schätze mal, das ist so eine Art Kokosjoghurt mit Kirsche. Habe ich aber selbst noch nie gesehen bei Lidl bzw. getestet. Deswegen testen wir das jetzt, ne? Schaut auf jeden Fall aus wie ein Joghurt. Ja. So rosa eben wie Kirschjoghurt halt, ne? Riecht auch so. Schmeckt auch so. Schmeckt wie normaler Joghurt. Ja. Also so wie heißt das? Fufu? Am Ende kommt das Kokos ein bisschen durch. Ja, oder wie dieser, aber wie haben das geheißen, das mit dem Garten. Das die, wo du oben hast du nur den Schaum. Obstgarten, das schmeckt wie Obstgartenkirsche. Wenn man es halt mixt. Mhm. Wow. Nein, ist gut. Schmeckt eigentlich wie normales Joghurt. Ja, ja. Ich mal gesagt 5 von 5 so. Ja. Wie Joghurt halt ist gut schmecken kann. Ich meine, besser ist natürlich immer, wenn man Joghurt selber macht mit den Kirschen und so, aber... Ich kaufe den Joghurt jetzt. Aber ich kaufe den Joghurt so 5 von 5. Gibt es nichts zum Aussetzen hier eigentlich. Ja. Ich meine, es gibt zwei Joghurts, die haben ein bisschen so auch wieder so einen chemischen Nachgeschmack oder schmeckt ein bisschen das Aroma durch. Ich meine, beim Kochen schmeckt man auch leicht dieses Aroma durch, bei dem auch. Aber nicht so ordentlich. Ähnlich, nicht so arg, wie gesagt. Weil dann kommt normal. Das Kokos durch, ne? Finde ich. Das mag ich irgendwie. Ja, also es schmeckt normal. Ja. Joghurt nach Kaufen so. Ja. So mal so was man erwartet. Und es ist nicht allzu süß, es schmeckt auch nicht so chemisch, weil dieses Chemische bei Joghurts mag ich halt überhaupt nicht. Ja. Eigentlich gut. 5, ne? 5 von 5. Ja. Die Würfel. Die Würfel? Mhm. Okay. Die Schnauze so. Cool. Ich freue mich schon so. Seit ich die gekauft habe, freue ich mich eigentlich schon drauf, dass ich die endlich probieren kann. Hier eine Gabel, wenn du willst. Oder nimmst du einen Löffel? Gabel. Wie du willst. Und auf jeden Fall, ich glaube, ich probiere jetzt mal einfach Himbeer-Heidelbeer ist das. Und das sind, glaube ich, so rohe Würfel, die kamen, also die sind aus dem Tiefkühler und die taut man einfach nur auf und dann sind die so fertig. Probier mal. Vielleicht nicht. Ja. Yep. Da ist auf jeden Fall Hafer drinnen und Datteln, Cashews irgendwie so, schätze ich jetzt mal, dass drinnen ist. Himbeerig. Voll gut. Ich werde mal, was ist das nochmal? Passionsfrucht Himbeere. Ich probiere mal Passionsfrucht Himbeere. Das ist gut. Irgendwas Nussiges auch, also es hat so. Ist nicht der Bodennuss? Ja, ich glaube, es ist so Haferflocken und irgendwelche Nüsse, ich glaube Mandeln oder so. Ich schätze mal Datteln auch. Wie ist die Passionsfrucht? Für mich ist das nichts. Passionsfrucht ist immer Geschmacksding. Manche wollen das, manche nicht. Nee. Mag ich gar nicht. Also einmal nicht mein Geschmack. Ich mag's. Ist geil. Schmeckt nach Passionsfrucht. Ist gut. Ja. Wenn man es mag. Wenn man es mag, dann ist das gut. Das Ding ist, das ist auch so eine Achterpackung. Also man hat vor jeder Sorte 2. Ich finde es, glaube ich, auch gut, wenn man so Besuch hat oder so. Und dann kann sich jeder quasi das aussuchen, was er möchte. Und es sind halt nur so kleine Bites eigentlich. Also die hat man eigentlich in einem, zwei Bissen unten. Und sie schauen auch schön aus, muss ich sagen. Also sie schauen wirklich schön aus. Ich probiere jetzt noch irgendwie ein kleines Ding vom Schokolade, aber... Ich probiere Kokos und Schoko. Oh, das ist eine harte Schoko. Geil. Geil! Oh mein Gott. Ja, Schoko ist nicht meins. Nicht? Boah, ich mag die. Nein, ist alle nicht für mich. Nichts für mich. Das schmeckt wie Bounty, geil.
Also, kommt halt drauf an. Wenn man Kokos und Schoko mag, dann. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich alle Würfel schmecken teilweise irgendwie schon ähnlich, warum auch immer. Aber es ist auf jeden Fall nicht meins. Geil. Ja, schon gut. Ja, schon gut. Vor allem, ich liebe solche cremigen Sachen auch. Und eben mit so verschiedenen Schichten. Ich mag das ur. Das ist richtig geil. Am Schluss noch das geilste Schokolade und Nougat. Ja, für mich ist nichts. Geil. Echt Welches gut. von denen schmeckt am besten? Kokos. Kokos? Kokos finde ich am besten. Ist natürlich die Frage, ob man Kokos mag oder nicht. Aber für mich persönlich ist Kokos das Geilste. Also, ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Das ist einfach nicht mein so. Was noch? 2 von 5. Ich gebe, glaube ich, eine 4,5. Ich mag allein schon die Idee, dass das so kleine Würfel sind. Und dass man die ja eben. Es schaut auch süß aus, wenn man es serviert und wenn man es schön anrichtet, glaube ich. Und so als kleines Dessert, wenn wer eingeladen ist, glaube ich, finde ich das echt süß. Und man möchte keine Nachspeise selber machen, finde ich das echt eine coole Idee und es schaut wirklich schön aus, muss ich sagen. Und es schmeckt auch mir persönlich richtig gut. Also wenn man so kleine Creme-Sachen eben mag, wenn man jetzt eher sagt, man ist der kuchenteigiger Typ, dann vielleicht eher nicht, aber wenn man jetzt sagt, man steht auf dieses cremige, geile Zeug, dann auf jeden Fall das probieren. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Also für mich persönlich eine 4,5 habe ich gesagt, gell? Ja, Ja. 4,5, aber ich stehe halt auf Kuchen. Kuchen ist auch geil. Ich meine, es ist alles Süße, ist gut. Ne? Das ist ja. Kommen wir zum letzten schon wieder. Zum Marmorkuchen. Marmorkuchen! Marmorkuchen! Wahrscheinlich ist das jetzt richtig scheiße und hat richtig reingekackt. Ich Bis mal jetzt. die Lasagne so weg Also, ich davon. muss sagen, bis jetzt war eigentlich alles sehr, sehr gut. Bis jetzt hat mich nichts enttäuscht, eigentlich. Die süßen Sachen sind immer noch am geilsten. Wie immer. Jetzt die Vorhaut Ah, oh, da riecht schon so wie Fertigkuchen. Ah. der erinnert mich an den Muffins. Es riecht schon wie Fertigkuchen. Das ist Fertigkuchen. Aber ja, es ist ein Kann man das auch Karton. machen? Ja. Ja. Schneiden wir an. Wahrscheinlich hört es so aus wie so auf Fertigkuchen. Ja. You see. Ja. Dann probieren wir mal, wie das so, ne? Schneiden wir durch. Es schaut halt aus wie ein. Ich finde das Muster immer so schön beim Marmorkuchen. Das Ja, mag man. Ich mag das. ich mache mal ein kleineres Stück. Ich habe Angst davor. Ha. Ich bin schon ziemlich voll. Der schmeckt aber auch irgendwie nach nichts. Naja. Naja. Ich weiß nicht. Bei der Mama Schokomus drauf. Es ist nicht so, wie ich dachte, aber ich dachte, das schmeckt irgendwie, hat so einen komischen eigenen Geschmack. Es schmeckt eigentlich teilweise nach nichts. Das willst du nur halt irgendeinen Kuchen essen und dann schmeckt es halt irgendwie komisch. Mit Schokomousse schmeckt's gut. Ja, mit Schokomousse schmeckt alles gut. Nein, ist nicht meins. Gar nicht. Ich hasse ja generell schon Fertigkuchen, also gekauften Kuchen, weil der einfach immer diesen
einen gewissen Geschmack haben und das mag ich halt gar nicht. Und der ist gefühlt nochmal eine Schippe drunter. Ich glaube, jetzt ist der Fall, da tut man sich irgendwie schwer, das zu messen. Also ich weiß nicht, ich pendel gerade zwischen einem und zwei Sternen. Also ich gebe den einen Stern. Ich bleibe bei meinen Törtchen. For real. Oder bei meinem Kokosdessert oder beim Schokokuchen. Auch zwei. Gratis Kuchen gibt es Aber er hier. schaut nicht so schlecht aus, Er schaut also schön aus, aber er er schmeckt schaut. scheiße. Ja, ich habe jetzt also. Es schaut gut aus so, der glänzt doch schön, wenn man auf glänzenden Kuchen steht, Ja. aber es schmeckt ihm überhaupt nicht. Ja. Nicht gut. Glaub, haben wir alles gekostet. Ja. Für mich, was mir am besten geschmeckt hat, war eigentlich der Flammkuchen, Ja. weil es mich an Von den Tiefkühl. herzhaften Sachen jetzt? Allgemein. Allgemein hätte Allgemein. ich gesagt, ich stehe auf Tiefkühlpizza und da schmeckt die Tiefkühlpizza nur ein bisschen anders so. Die ist Voll. richtig gut, dementsprechend, ja, würde ich sagen, Flammkuchen, der ist richtig gut. Der Tofu war okay, hat noch Fertig-Tofu geschmeckt, der Speck war auch richtig gut, aber ich glaube, da ist er. Pizza jetzt richtiger Fan von. Und die Lasagne, die war nicht so geil. Ansonsten von den süßen Sachen, das Mousse schmeckt wie Mousse, kann man ein wenig falsch machen, denke ich mal. Schmeckt sehr gut, schmeckt wie Mousse, kriegt das, was man will. Der Rest hat mir eigentlich nicht geschmeckt so. Nein, der Joghurt war auch, hat wie Joghurt Standard, geschmeckt. ne? Ja, Standardjoghurt Ja. halt, deswegen. Wenn man Bock auf Kirschjoghurt jetzt verdient hat, kann man den ruhig nehmen. Auf Und jeden Fall. ja, und davon der Rest hat man nicht geschmeckt jetzt bei den süßen Sachen. Ja. Wie schaut's bei dir aus? Boah, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, der Speck war gut. Und der Flammkuchen war auch richtig geil. Also da mag ich vom Flammkuchen die Konsistenz mag ich sehr. Und eigentlich auch Gemüse und so. Eigentlich war das so das einzige Gemüsereichste in dem Video und ich liebe eigentlich Gemüse. Deswegen Stimmt. mag ich Gemüse, also den Gemüseflammkuchen halt eigentlich auch ganz gern. Die zwei Sachen will ich, also es kommt ja jetzt darauf an, auf was ich Bock habe. Wenn ich Bock auf Speck, dann esse ich halt den Speck. Wenn ich Bock auf Gemüse habe, dann Flammkuchen. Aber auf jeden Fall von den zwei Speck und Flammkuchen kann ich jetzt gar nicht entscheiden, welches besser ist. Ja, und von den süßen Sachen würde ich bin mir nicht sicher, Schokomousse oder dieses Törtchen. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, die Törtchen, weil ich mag es nicht zu süß und mir ist Schokomousse ein Ticken zu süß, wenn man viel isst. Wenn man nur so ein, zwei Löffel isst, dann geht das voll. Aber sonst würde ich eher, glaube ich, zu den Törtchen, zu meinen schönen Törtchen da, Zehn mit Törtchen. den Tieren, ja, die sind echt gut. Ja. Aber hast du nicht den Mut, zuerst 5 Sterne geben und den Ja, 4,5? ja. Ja. Ja, ich finde beides gut, ich kann mich nicht entscheiden. Der Kuchen ist scheiße. Ja, that's it. Haben Das wir es wieder war's geschafft. mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf Essen. Und Und wenn ihr gerade zu viel gegessen habt oder euch Hunger machen wollt, die Frau hat so viele Sportvideos. Ich glaube, da wird welches vorgeschlagen jetzt. ja, wahrscheinlich. Schaut euch das an, wenn ihr wieder ein bisschen das ganze Gegessene abbauen wollt oder ein bisschen Ja. sonst ein bisschen wieder Sport machen wollt. Also ich habe Voll. jetzt Bock auf Bewegung. Das ist sehr viel Ja. süß und sehr viel fettiges Das Zeug. stimmt. Ja, falls ihr es sonst noch, ich verlinke euch die letzten zwei Taste-Test-Videos in der Beschreibung. Und sonst, falls ihr irgendwie Bock habt auf ein Schokomousse, ich habe sogar auf meinem YouTube-Kanal ein Rezept für ein Schokomousse.
Ja, und sonst findet ihr natürlich auch ganz viele Rezepte auf meinem YouTube-Kanal und viele Sportvideos. Ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis jetzt. Und ja, yeah, that's it. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wieder schauen. Bye bye!